Jo, meine Freunde, ein herzliches Willkommen hier aus Imola und das wird heute unser erster Sprint sein. Ich freue mich extrem, alles ein bisschen neu, aber unser erster Sprint hier in der My Team Season. Wir sind in der vierten Runde, letztes Mal Australien. Das war schon ordentlich weird. Wir haben einen neuen Motor hinten drin und jetzt kann es weiter nach vorne gehen. Hier haben wir nochmal den Autodromo Enzoe Dino Ferrari, 4,9 Kilometer, 19 Kurven und nur eine DRS-Zone, etwas schwierig zum Überholen hier. Und ja, deswegen ist das Qualifying und auch der Sprint. Im Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Russell, Lewis Hamilton und Perez, Bottas, Fernando Alonso, der Wissenschaftler und Esteban Ocon, Magnussen, Mick Schumacher, Lando Norris und Tsunoda, Ricardo, Gasly, Guanyu Zhou und Sebastian Vettel, Albon, Stroll, Liam Lawson und Nicolas Latifi. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Der 9. Platz ist nicht optimal, mir ist es klar, aber heute im Sprint heißt das Ganze verbessern. Abonniert gerne den Channel kostenlos für mehr und lasst auch gerne unbedingt ein Däumchen nach oben da. Falls euch das Video gefallen hat, wir gucken bestimmt ein bisschen weit rechts. Schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei und auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok. Und wir kommen ja viel besser weg als Fernando Alonso. Der hat uns im Sprint, der wird uns heute noch ordentlich Kopfzerbrechen bringen. Hier Valtteri Bottas und auch Checo Perez. Wir wissen genau, Turn 1 ist ein bisschen tricky, da lassen wir ihnen auch ein bisschen Platz. Und da geht ein Orangener weit hinter. Und Checo hängt ein bisschen hinter Bottas fest. Das könnte jetzt unser Glück sein. Wir halten uns noch ein bisschen zurück. Und natürlich heißt es jetzt mal abwarten, was da vorne noch so abgeht. Wir gehen hier mal ein bisschen neben Perez. Denkt mir vielleicht, wenn er da raussticht. Nein, geht nicht. Jetzt könnte es bald der Fall sein. Im Rennen werden wir noch so viele weirde Sachen erleben. Die KI verteidigt wirklich mit allem, was sie hat. Und da frage ich mich echt, was die Mercedes machen. Ende erster Runde und wir können hier reinstechen und ja, eine offene Tür sage ich nicht nein. Salah. Und natürlich, Bottas ist eigentlich eher unser Niveau. Deswegen wundert es mich auch, warum Valtteri hier so weit wegkommt. Aber auch natürlich, das Einsatzlimit ist wieder mal erreicht. Und da kommt ja Checo wieder zurück. Wir halten uns zwar ganz gut innen, was natürlich jetzt ein 100 IQ-Move ist, weil man kann nur auf dieser Geraden gut überholen. Also wirklich, wenn man es hier schafft aus der letzten Kurve exzellent rauszukommen, können wir es eigentlich auch wagen, Bottas anzugreifen. Aber unsere unser Mammutprojekt, will ich fast sagen, ist eigentlich Fernando Alonso und Checo Perez hinten halten. Da gibt es eine Verwarnung, das ist natürlich jetzt nicht so optimal, aber wir sind hier an Bottas dran. 3 Sekunden sind wir von Alonso weg, der ja schon Perez ein bisschen einbremst. Aber ja, da will ich nicht reinstechen, das zahlt sich nicht aus, der deckt hier einfach zu gut ab. Aber na, natürlich fahre ich auch ein bisschen mit IQ, Racing IQ, wir müssen, ja, jetzt habe ich natürlich den Exit ein bisschen verkackt, aber DRS on, ERS hat nur 5%, aber es reicht nur, um ein bisschen dran zu kommen. Jetzt wird es interessant werden, 13, 2,5, 1,9, 1,8 und es reicht nicht. Der zieht uns hier vors Auto, ich hätte zwar wie ein Volltrottel draufhalten können, aber das hilft natürlich alles nichts. 0,9, wir waren ganz knapp am Valtteri dran, hätte vielleicht die ein oder andere Chance mit dem Brecheisen probieren sollen, weiß nicht. Also meiner Meinung nach nein, weil das wäre einfach nur zu riskant gewesen, das kostet unnötig Schaden und der eine Platz, den holen wir uns beim Start. Denke ich mal, können wir uns Bottas holen, wir haben ähnlich okay Autos und der 7. Startplatz ist eigentlich besser, ja, wie der 9. 2 Plätze gut gemacht, der Sprint, alles exzellent. Leclerc wird auch wieder hier vom Pole starten und der ist wirklich in einem guten Season. Gucken wir uns mal die Startaufstellung an. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Hamilton, George Russell und Bottas, der Wissenschaftler, Perez, Fernando Alonso und Lando Norris. Ocon, Magnussen, Yuki Tsunoda und Mick Schumacher, Ricardo, Joe, Pierre Gasly,
und Liam Lawson. Stroll, Albon, Latifi und Sebastian Vettel startet aus der hintersten Reihe. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. So Leute, wir sind hier am Ende. Ja, unsere Einführungsrunde. Und ja, hier haben wir Valtteri Bottas, mit dem wir gerade noch ordentlich im Sprint gefertigt haben. Jetzt können wir hier vorbeifahren. Und Lila ist natürlich hier optimal, zack, ganz weit nach vorne gestellt. Also da ist auch ein Spiel, muss man sagen. Da war nämlich Lila und ich bin dann nochmal einen Tick nach vorne gegangen. Also da ist noch auf jeden Fall Spiel drin. Die 5 roten Lichter beginnen zu leuchten. Hier in Imola, einer der geschichtsträchtigsten Rennstrecken überhaupt. Und ja, und Bottas hat hier Fat Wheel Spin. Das habe ich direkt gesehen. Auch George Russell ganz, ganz schlecht weggekommen. Im Windschatten einmal links antäuschen. Wollte zuerst auch links fahren, aber der hat direkt links abgedeckt. Und ja, vielleicht reinhalten und das geht. Ja, das geht. Auch ja, deswegen, weil George Russell hier wirklich mitgespielt hat. Den habe ich ihnen ein bisschen übergelassen. Und jetzt heißt es auf jeden Fall hier, ja, vorne bleibt man oder mal gucken. Also die Spitze hat rot gewählt, wir gelb. Das heißt, die werden eine komplett andere Strategie fahren. Wir müssen einen Ticken länger draußen bleiben. Körper ein bisschen berührt. Das Auto fühlt sich mit mehr Benzin irgendwie immer so, ja, schwafeliger an. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Meiner Meinung nach, auch im ich stimme das Auto perfekt auf eine Runde ab. Und im Rennen dann ist es ein bisschen, gerade die ersten 1-2 Runden, vielleicht auch bis ich mich an den Mehrsprit gewöhnt habe, aber trotzdem, da ist es echt schwierig. Und es sieht auch ein bisschen aus, als ob sich Hamilton da jetzt nicht ordentlich von uns absetzen kann. Also er kommt zwar schon aus den Kurven ein bisschen besser raus, ist natürlich jetzt noch der Reifenvorteil, 1-2 Runden circa, aber wir kommen hier schon gut an Lewis Hamilton dran. Und natürlich können wir auch da vorne die Pace noch mithalten. Also natürlich bis unsere Reifen mal gezündet haben. Aber gerade der Start war natürlich für die Rotstarter, für die roten Reifenstarter, schon um eine Ecke besser. Wie ich sehe auch hier Leclerc mit einem übelst schlechten Start. Der hat einmal links, rechts gelenkt. Auch Russell hat hier nicht den besten Start gehabt. Um ja mal nicht so zu sein. Aber auch hier, ja, gerade erste Kurve. Es war jetzt nicht hardcore, wie ich da reingegangen bin. Und ja, wie gesagt, Russell hat es eben zugelassen. Und jetzt sind wir an Lewis Hamilton. Nein, das ist George Russell. Es ist Russell. Nein, das ist Hamilton. Blödsinn, das ist Hamilton. Und ich habe keine Ahnung, was die KI vorhat. Aber wenn du neben der KI fährst, gerade hier in Imola ist mir das aufgefallen. Oder auch generell. Also es ist auf vielen Rennstrecken so, man fährt neben die KI eine Kurve rein und die probiert vehement die Kurve zu behalten. Also die probieren da wirklich mit allen Mitteln da reinzugehen. Ich meine, gerade bei Hamilton, wir gucken uns das nachher in der Replay natürlich nochmal an, aber der hat da drauf gehalten, einmal quer drüber, das würde kein Rennfahrer machen, aber das war echt weird. Ich denke mal, das ist auch ein Fehler. Und jetzt zweiter Versuch. Wir gehen wieder diesmal innen, weil ich mir dachte, ja, und guckt euch das mal an, der probiert hier mit allen Mitteln, ein normales Steck da zurück, weil du genau weißt, da hast du keine Chance und der probiert wirklich mit allen Mitteln hier drauf zu halten. Ich weiß nicht genau, ob das ein KI-Bug ist oder die neue aggressive KI, aber das war echt sehr, sehr strange. Also er hat natürlich dadurch, haben wir ordentlich Zeit an die Spitze verloren, die wir gebraucht hätten. Und das hat er ein, zwei Mal sogar gemacht, genau den gleichen Move. Du gehst neben ihn, der gibt dir einen Wheelbang mit und dann, ja, keine Ahnung, das ist einfach sehr, sehr gefährlich. Also ja, ich meine, gefährlich jetzt in dem Sinn nicht, aber da kannst du dir so schnell einen Schaden holen. Gerade wir fahren hier auf Simulation, da holst du dir wirklich ordentlich schnell einen Schaden und das ist gar nicht gut. Salam, wir sind hier in den letzten zwei Linkskurven und ja, sind mittlerweile der Führende des Rennens geworden. Und ja, schon langsam sollten wir auch mal reingehen. Wir haben hinter uns George Russell, aber auch natürlich unseren Freund, Valtteri Bottas, ja, bei Mercedes hat man anscheinend die Strategie gesplittet. Man hat Russell draußen, man hat Russell mit Gelb rausgeschickt, weil er vermutlich auch ein bisschen weiter hinten gestartet ist. Und Hamilton mit Rot. Coole Sache. Hätte ich auch bei uns gern gehabt. Aber ich bin natürlich nicht der Manager von unserem Team. Also bin ich auch gespannt, gespannt und hoffe auch, dass Liam da gut zurechtkommt. Oh, da habe ich mich ein bisschen vertan. Da kann Georgie reinstechen, aber das geht natürlich außen in der Kurve gar nicht. Und ja, oh mein Gott, ja, die Reifen sind durch. Aber wir gehen jetzt in der 10. Runde in die Box. Alle hinter mir waren noch nicht drin. Und ja, da wird es ziemlich spannend werden, wer da vor uns rauskommt. Und da kann uns auf jeden Fall ein Fehler, darf uns hier nicht passieren. Lila, sehr gut.
Und hinten links hängt der scheiß Reifen wieder. 4,4 Sekunden Standzeit. Und den ganzen Boden, den wir hier das ganze Rennen wirklich gut gemacht haben. Ich meine, wir haben jetzt natürlich den Reifenvorteil. Aber gerade das, dass wir hier gegen Hamilton, gegen Perez und vorne bleiben konnten. Und das ruiniert uns die Box hier mit einem 4,4 Sekunden. Ja, Mann, mit Lila hätte ich 2,3 gehabt und nicht 4,4. Das sind genau die 2 Sekunden, die 2,3 Sekunden, die uns hier zu Perez fehlen. Das ist echt so scheiße, Mann. So scheiße. Es ist natürlich, na cool, natürlich, dass die Leute Fehler machen. Es ist natürlich auch menschlich, dass man das eingebaut hat, aber ja, und das macht hier, was macht George Russell denn hier? Ich meine, was soll die Scheiße? Ich war vorbei und das ist halt genau von dem ich gerade gesprochen habe, vorhin auch schon. Genau das gleiche wie mit Hamilton, macht doch hier Russell. Und ich weiß nicht, das gehört unbedingt gefixt auf jeden Fall. Ist das bei euch auch so, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder war ich da vielleicht einfach zu hart? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das ist natürlich cool und auch menschlich, dass man die Fehler einbaut. Aber in dem Moment ärgert es dich aber so übelst. Wirklich so unnormal ärgert mich das. Das kann ich nicht sagen, das kann ich euch echt nicht sagen. Sala, Perez jetzt vor uns und ich denke mal, den werden wir nicht mal mehr bekommen. Also Alonso jetzt auch 4 Sekunden hinter uns, das ist gut. Aber das ist natürlich auch der coolen Strategie geschuldet, dass wir hier uns getraut haben mit Gelb zu starten, weil wir auch eben ein bisschen weiter hinten waren, länger gefahren sind. Und ja, dann trotzdem nur Fünfte geworden sind. Aber der fünfte Platz ist natürlich cool. Ich meine, wir sind vom Sechsten gestartet. Und ja, das sind wieder wertvolle Punkte. 10 Punkte wären das wieder. Das sind in der letzten Runde. Ich glaube, Checo werden wir mit 3 Sekunden Vorsprung nicht mehr holen. Auch weil jetzt gerade Checos Reifen gerade mal funktionieren. Und unsere Reifen jetzt eigentlich schon wieder im Keller sind. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben gesehen, wir können mit dem gelben Reifen besser umgehen wie mit dem roten Reifen. Auch wenn die letzten 2 Runden vielleicht jetzt nicht mehr so die schnellsten Zeiten waren und wir vielleicht so 1-2 Sekunden pro Runde gegen den Ferraris und auch gegen die Red Bulls verloren haben. Aber trotzdem, war das eigentlich eine... Ja, da gehen wir nochmal drüber. Da ja, muss ich die Lenkung aufmachen. Die Reifen sind durch auf jeden Fall. Das ist blöd. Vielleicht eine Runde länger, aber ihr habt es gesehen, mit Gelb wäre da, glaube ich, nichts mehr länger gegangen. Leclerc holt in der letzten Runde und eine schnellste Rennrunde und die ist einfach mal eine Sekunde schneller. Der fährt mit weißen Reifen da vorne, wir mit den roten Reifen und haben es nicht geschafft. Ich meine, wir waren noch nie in Fastest Lap Distanz. Wir haben, ja, leider, jetzt nicht die beste Strategie ausgewählt gehabt, um auf die Fastest Lap zu gehen. Aber trotzdem, ich meine, ein fünfter Platz ist eigentlich toll. Ich meine, wir wären laut Qualifying vom 9. Platz gestartet, dank dem Sprint, dann vom 7. Platz und ins Ziel sind wir einfach als 5. gekommen. Sehr, sehr tolle Leistung. Leclerc gewinnt hier wieder und das wird schon langsam echt eine Machtdemonstration von Ferrari im Game. Das wird echt, puh. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie das weitergeht. Wir gucken uns danach natürlich noch auch wo an, wo Liam Lawson gelandet ist. Das war echt, ja, Lewis Hamilton hier, 2. Platz, nein, 3. ist das, glaube ich, ja, 3. Ja, ich meine, im Spiel gehen die Mercedes und ich denke mal, ohne den Fehler von der Box mit diesen 2-3 Sekunden, was wir da verloren haben, denke ich mal, ja, mit ganz viel Augenzwinkern, wäre ein Podiumsbereich drin gewesen, weil Checo ist ja auch 4. geworden und Hamilton war ja nicht so weit weg von Checo und wir hatten die Pace, um heute gegen Lewis Hamilton zu kämpfen. Salah, Doppelsieg für Ferrari in Imola. Ich glaube, so hätten sie sich das gewünscht. Hamilton gewinnt, ja, oder holt den 3. Platz, würde ich mal sagen. Aber natürlich gewinnt hier an Boden gegen seinen Teamkollegen. Und das ist einfach so weird. Da unten stehen einfach dreimal die gleichen Leute. Die Cam ist ziemlich cool, aber was soll ich sagen? Das ist ein bisschen mau. EA. Man hat immer das gleiche Podium, wirklich immer das gleiche. Da hat man sich sogar in Formel 1 2020 mehr Mühe gegeben. Und vor allem hat man auch immer, wenn sich wer freut und so, immer die gleichen Punkte. Und wir haben sogar 12 Punkte das Wochenende geholt mit dem 6. Platz im Qualifying. Sorry, es war der 6., nicht der 7. Mit dem 6. im Sprint haben wir 2 Punkte bekommen und mit dem Rennergebnis 10 Punkte. Fernando Alonso holt dort auch 8 Punkte und Verstappen hat ein bisschen ein enttäuschendes Wochenende, nur der 7. Platz. Die Ferraris sind ordentlich vorne weg, wird auf jeden Fall sehr spannend. Liam Lawson, hier, wir holen ein wenig auf, aber ich glaube, er kommt auch immer besser klar.
Es waren zwar jetzt wieder keine Punkte drin, aber die sind jetzt auch nicht. Ich meine, du musst schon ordentlich fahren, dass die da wirklich drin sind. Und ich kann mir doch nichts erwarten. Ja, wir haben leider eine Verwarnung bekommen für das Abkürzen von einer Kurve. Deswegen gibt es auch wieder keinen Bonus. Das war natürlich jetzt suboptimal, dass ich gerade das genommen habe mit einem ja sehr schwierig zu steuernden Auto. Aber trotzdem, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das erste Sprintrennen unserer MyTeam-Karriere. Das nächste wird dann in Österreich sein. Ich hoffe, morgen oder übermorgen geht es dann direkt nach Miami weiter. Die Premiere der Strecke. Ich freue mich abnormal darauf. Dann geht es nach Spanien. Da werden wir hoffentlich endlich unser erstes Motor-Upgrade bekommen. Also schaut gerne auf TikTok vorbei, auf itz-tobi. Und auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram. Links mal unten in der Bio. Und abonniere gerne den Channel kosten. Es gibt wieder ein paar Upgrades, die ein paar Wochen dauern werden. Keins fehlgeschlagen, sehr gut. Und mach gerne ein Däumchen rum da. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.